So, also, wir fangen an mit der Bedienung. Einmal den Hauptschalter an. Und dann müssen wir einmal warten, bis die Software hochgefahren ist. Anschließend einmal den Reset drücken. Das ist so das Gegenteil von Not aus. Jetzt sind Sie hier im Grundbildschirm und drücken einmal auf den Handbetrieb. Der Code ist 963. So, dann müssen Sie den Anschlag eichen, einmal hier drücken. Dann fährt der Hinteranschlag seine Referenzfahrt. Und dann einfach warten, bis er fertig ist. Das gleiche mit der Oberwange. Einmal hier drücken, dann fährt die Oberwange nach oben und dann ist die Maschine geeicht. So, jetzt, ich erkläre Ihnen jetzt einmal den, hier haben Sie Escape, hier kommen Sie immer wieder zurück. Das ist der Grundbildschirm. Hier haben Sie den Handbetrieb, das ist so das Einfachste. Und hier sind die Werkzeuge, die beiden Gegenspieler, mit denen arbeiten Sie sehr viel. In den Werkzeugen, wir haben jetzt mal einfach das Werkzeug, was jetzt hier drin ist. V16 und ein gekröpftes Werkzeug. Hier haben Sie den Stempel. Hier oben ist eine Stempelverlängerung. Hier ist die Matrize und hier ist die Matrizenunterlage. Das heißt, wenn Sie jetzt auf den Stempel gehen, können Sie hier Höhe 90 und ist der Sicherheitsabstand vom Hinteranschlag bis, ach so. Bis Mitte V. Okay, Sicherheitsabstand. Bist du sicher? Okay, ist so. Gut. Also Sicherheitsabstand von Mitte Werkzeug bis Fingerspitze. Wenn Sie das alles eingegeben haben, dann das einzelne Werkzeug können Sie bestätigen, indem Sie einmal hier auf Werkzeug gehen, bestätigen Enter und dann ist das Werkzeug aktiviert. Das heißt, diese Werkzeugkombination ist jetzt aktuell und damit können Sie jetzt ganz normal wiegen. Das heißt, Sie geben hier eine Blechdicke ein, 2 mm, Winkel 45 Grad, Anschlag 200, Druck 20 Tonnen und dann drücken Sie auf Start. Jetzt fährt der Anschlag in Position und dann können Sie Ihr Blech einlegen. Ich kann das nachher so programmieren, dass er nicht immer von ganz oben fährt. So. Durch nochmaliges Tippen bleibt der Oberbalken stehen. So, jetzt haben wir hier 45 Grad gebogen. Das ist so das Allereinfachste. Wichtig ist allerdings, wenn Sie eine andere Werkzeugkombination wählen, müssen Sie erst eine Tabelle teachen. Und dazu gehen Sie, weil Sie ja sehr viele Werkzeuge dabei haben, gehen Sie auf Werkzeuge, wählen die aktuelle Kombination aus, die Sie eingebaut haben. Und jetzt müssen Sie eine Tabelle anfertigen und zwar gehen Sie da hinten auf teachen. Dann geben Sie die Blechstärke ein, 2 mm beispielsweise. So, und jetzt legen Sie das Blech ein. Das steht auch genau in der Anleitung beschrieben. Wir zeigen Ihnen das jetzt nur einmal noch. Kannst du auf die andere Seite anlegen, das festhalten bitte. So, jetzt bleiben Sie auf dem Fußschalter drauf und er bleibt jetzt kurz über dem Blech stehen. Jetzt steht hier die Tiefe und jetzt können Sie mit diesem Taster langsam runterfahren. Und zwar sehen Sie jetzt, jetzt biegt er ja. Immer wenn ich weiter runter tippe, sehen Sie hier die Tiefeanschlag und er kommt höher. Und umso mehr Werte. So, jetzt können Sie vom Fußtaster runtergehen. Messen den gebogenen Winkel einmal. Muss man bitte den Winkel, ich halte fest. Muss so ein bisschen schräg hoch. Andersrum. Grad. Und diese 44 geben Sie jetzt hier einfach einmal ein. 44, Enter. Jetzt legen Sie das Blech wieder ein.
Festhalten. Danke. So, jetzt fährt er auf die 44 Grad. Sie müssen jetzt ein bisschen länger auf dem Fußtaster draufbleiben. Und jetzt wollen Sie eigentlich das Ganze. Manchmal dauert das ein bisschen länger. So, jetzt können Sie drücken. Und jetzt wollen Sie. Jetzt legen wir wieder einen neuen Teach-Wert fest. Und zwar so, ungefähr so. Ja, steht hier 5,99. Jetzt gehen wir runter. Und welcher war das? Der. Andersrum. Ich drücke den Winkelmesser andersrum. So, 68 geben Sie einfach ein, Enter und fertig. Und wenn Sie mit allem fertig sind, dann gehen Sie raus. Und umso mehr Punkte Sie fahren, umso mehr Punkte Sie abspeichern, umso genauer ist diese Kombination nachher für die Serienfertigung. Und das müssen Sie natürlich bei den verschiedenen Kombinationen machen. Das ist eigentlich alles. Hier können Sie noch ein Programm schreiben, das steht aber genau in der Anleitung beschrieben. Und ja.